Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video über die Herausforderungen in der IT, im Mittelstand und wie wir von NetApp Ihnen dabei helfen können. Ob kleines oder großes Unternehmen, die Herausforderungen für die IT sind im Prinzip immer gleich. Das Business verändert sich immer schneller und in der IT muss möglichst schnell darauf reagiert werden. Gleichzeitig wird immer selbstverständlicher erwartet, dass man Einsparungen und Effizienzsteigerungen erzielt. Aber wie realisiert man das? Für große Unternehmen ist es relativ einfach. Sie erschlagen das Ganze mit zusätzlichem Budget, mit zusätzlicher Manpower und mit zusätzlicher Zeit. Doch für Sie als Mittelständler, wie reagieren Sie darauf? Sie müssen schauen, dass Sie Ihre begrenzten Ressourcen effizient einsetzen und damit die dementsprechenden Investitionen schützen. Da helfen natürlich clevere Konzepte. Christian, da können wir doch von NetApp helfen. Ja, Toni, lass uns zunächst einmal die Ausbaustufen der verschiedenen Storage-Aktivitäten anschauen. Punkt 1 wäre hier Store Data, also einfach das Ablegen von Daten. Hierbei geht es darum, möglichst viel Plattenplatz für das Geld zu bekommen und mit der Herausforderung der ständig wachsenden Datenmengen umgehen zu können. Der zweite Punkt wäre Protect Data, also das Sichern und das Schützen von den Daten. Wie kann ich ein Backup möglichst optimieren und die Laufzeit drastisch verkürzen? Und wie kann ich eine revisionssichere Archivierung fürs Finanzamt bekommen? Weiter geht es mit der Kategorie Manage Data. Hierbei geht es darum, die Sicht auf Server, Netzwerk und Applikationen zu erweitern. Wie können diese Komponenten möglichst gut zusammenarbeiten? Und wie schaffen wir es, Datenbank, SAP und Microsoft-Applikationen zu optimieren? Die vierte Kategorie ist die Cloud. Als Mittelständler muss ich mich entscheiden, von welchen Cloud-Services ich profitieren will. Ich muss entscheiden, wann und wie ich das tun werde und wie ich meine Investitionen zum richtigen Zeitpunkt tätige. Toni, lass uns mal schauen, welche Angebote es heute dafür auf dem Markt gibt. Ja, Christian, wie fast immer im Leben gibt es für alles eine Lösung. Die meisten Hersteller sind auf bestimmte Dinge spezialisiert, die eine der Anforderungen aus einem dieser Bereiche sehr gut lösen und adressieren können. Kommen aber zusätzliche Anforderungen hinzu, ist es notwendig, in zusätzliche Systeme zu investieren. Christian, das muss doch auch eleganter gehen. Richtig. Wir glauben, dass das nicht die richtige Art und Weise ist, wie Sie heute im Mittelstand investieren wollen. Stellen Sie sich vor, Sie müssen heute entscheiden, welche Aufgabenstellungen für die nächsten Jahre im Vordergrund stehen, und sich dann entscheiden für ein spezialisiertes System. Können Sie sich leisten, heute in ein System zu investieren und morgen festzustellen, dass sich die Business-Anforderungen geändert haben und Sie dann in ein weiteres System investieren müssen? Dann stehen nämlich außer dem Umbauaufwand noch Zeit- und Kostenbedarf an. Ganz zu schweigen von dem zusätzlichen Know-how, das notwendig wird. Aber zum Glück gibt es ja NetApp. Wir machen das schon immer so. Bei uns gibt es nur ein einziges Betriebssystem. Ganz egal für welche Anforderungen, ganz egal für welche Ausbaustufen. Gleiche Software, gleiches Management, nie mehr umlernen. Und das Beste, die Ausbaufähigkeit ist von Anfang an mit dabei. Sie können beliebig skalieren, weil alle Technologien bereits von Anfang an im Basissystem enthalten sind. Und ganz egal, wo Sie anfangen, Sie können jederzeit auf zukünftige Anforderungen reagieren und sind darauf vorbereitet. Ja, das Einzige, was unserem Betriebssystem fehlt, ist vielleicht ein wenig mehr Bekanntheit. Oft hören wir, dass die Lösung eines sehr großen Herstellers bevorzugt wird, um auf Nummer sicher zu gehen. Da kann ich Sie aber beruhigen. Unser Betriebssystem ist still und heimlich zur Nummer 1 unter den Storage-Systemen aufgestiegen und Sie setzen damit auf den Marktführer. Wohl, weil es ein bisschen cleverer ist, aber ohne großes Marketinggetöse. Christian, nun aber zurück zu den Anforderungen. Stellen Sie sich also vor, für alle Anforderungen brauchen Sie nur ein einziges System. Ein System, das smart, sicher und skalierbar ist. Ein System, auf dem Sie die Daten nicht nur ablegen, sondern auch managen können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Durch die Deduplizierungstechnik, die jedes System von uns automatisch beinhaltet, können Sie Ihre Daten um bis zu 50% reduzieren und das ganz gefahrlos. Und zum Dritten bleiben Sie auch innerhalb Ihres Budgets, weil NetApp-Systeme so skalierbar sind, dass Zusatzinvestitionen zukünftig gar nicht mehr anfallen müssen. Schauen wir uns als nächstes an, welche Vorteile NetApp auf den verschiedenen Ausbaustufen anbietet.
Schon beim reinen Ablegen der Daten können wir durch unsere Effizienztechnologien enormen Plattenplatz einsparen. Gesparter Plattenplatz bedeutet weniger Platten notwendig, die weniger Strom verbrauchen, die wiederum weniger Klimatisierung benötigen. Dadurch können wir die operativen Kosten enorm drücken. In der zweiten Stufe, Protect Data, geht es darum, unseren Usern bessere SLAs zur Verfügung zu stellen. Das erreichen wir dadurch, dass wir zum Beispiel ein Backup statt in Stunden in wenigen Sekunden durchführen und die User damit bessere Gelegenheit haben, auf die Daten zuzugreifen. Weiter zu Manage Data. Hier wollen wir Routineaufgaben automatisieren, speziell durch den Einsatz von intelligenter Software. Dies birgt ein enormes Potenzial an Kosteneinsparungen. In der Cloud ist uns das Thema Flexibilität sehr wichtig. Wann möchte ich einsteigen? Ist es die Private oder die Public Cloud? Möchte ich Daten im Rechenzentrum behalten oder möchte ich die Daten an einen Service Provider herausgeben? All diese Vorteile, von denen wir gesprochen haben, addieren sich nicht nur, sie potenzieren sich sozusagen. Und das ist deswegen möglich, weil wir alles aus einem System heraus bearbeiten. In jeder Ausbaustufe profitieren Sie bereits von jedem einzelnen dieser NetApp-Vorteile. Das volle Potenzial ergibt sich aber erst durch den Einsatz des NetApp-Systems in möglichst vielen Bereichen. So werden Zeit, Mitarbeiter und Budget frei für neue Projekte. Fast das Gleiche gilt, wenn wir uns die Risiken betrachten. Und mit Risiken meinen wir den Einfluss der IT auf das Geschäft Ihres Unternehmens. Schauen wir uns ganz links an, wenn uns der Plattenplatz ausgeht. Oder bei Managed Data der menschliche Fehler, den wir durch Automatisierung möglichst ausschließen wollen. Oder aber im Bereich der Cloud, wo wir gegen Naturkatastrophen gewappnet sind, wenn wir unsere Daten ausgelagert haben zu einem Service Provider. Aber das Beste, auch wenn das Thema Cloud für Sie im Moment nicht wichtig erscheint, halten Sie sich durch NetApp jederzeit die Tür offen, auch in Zukunft hier den optimalen Nutzen zu erzielen. Bei allen anderen Wettbewerbern müssen Sie dazu das System wechseln und damit technisch und kostenseitig von vorne beginnen. Deswegen unser Fazit: Wir glauben, das passt zum Mittelstand. Auch wenn sich die Anforderungen ändern, Sie brauchen keinen Systemwechsel mehr. Sie sparen damit Aufwand, Kosten und Ausbildung. Die Ausbaumöglichkeiten sind von Anfang an schon inklusive. Schon gar nicht müssen Sie unterschiedliche Systeme in Ihrem Rechenzentrum parallel betreiben. Das spart Ihnen Komplexität. Und Sie entscheiden sich nicht für ein Experiment, sondern direkt für den Marktführer, das Betriebssystem Nummer 1 weltweit. Wenn Sie jetzt denken, das klingt so gut, dass man es kaum glauben kann, können wir das irgendwo sogar verstehen. Deshalb geben wir Ihnen unser Betriebssystem Data ONTAP für 90 Tage kostenlos zur Probe. Weil wir glauben, dass Sie den Unterschied spüren werden. Versprochen!